Hallo, wir machen heute mal das wohl geilste Sandwich, das ich je gegessen habe. Und zwar habe ich das mal in einem Restaurant gegessen als Club-Sandwich. Und das möchte ich euch heute mal zeigen, wie das geht. Ich habe hier Thunfisch, eine Dose Thunfisch in eigenem Saft, also nicht in Öl oder mit sonst irgendwas, sondern einfach nur den normalen Thunfisch in eigenem Saft. Und dazu gebe ich mal Mayonnaise. Und hier klein geschnittene Zwiebeln, klein gehackte Zwiebeln. Ja. Und das Ganze muss ich jetzt erstmal hier ein bisschen durchrühren. Jetzt kann ich aber auch schon Salz und Pfeffer dazugeben. Ordentlich salzen. Pfeffer immer frisch mahlen. So, und das war's dann schon. So muss das ungefähr aussehen. So, hier habe ich amerikanischen Toast. Das ist etwas größerer Toast als den wir kennen normalerweise. Ich nehme den ungetoastet. Ihr könnt den natürlich auch toasten, wenn ihr wollt. So, und dann nehme ich mal hier so eine Scheibe und lege mir hier so ein Salatblatt drauf. Also auch hier so ein bisschen verteilen. So. Dann kommt hier diese Thunfischcreme hier drauf. Gut verteilen. So. Dann habe ich hier ein Ei, hart gekochtes Ei. Da lege ich mir hier so ein paar Scheibchen drauf. So, lassen wir das mal. Und hier habe ich Pfirsich aus der Dose. Und da habe ich mir hier so kleine Filets geschnitten. Die kommen hier mit drauf. So, ein bisschen verteilen hier. So, das reicht. Dann noch ein paar Zwiebelringe. Nicht zu viel, nur so ein paar Ringe sollen das sein hier. So. Und ich mag es natürlich gerne scharf und habe hier frische chinesische Peperonis, Chilis. Und das müsst ihr natürlich nicht machen, aber ich mag das eben halt gerne. So. So, und dann klappt ihr das ganze Ding einfach zusammen. Schön zusammenpressen. Und einmal quer durchschneiden. Und dann habt ihr hier ein leckeres Club-Sandwich. Guten Appetit!